Ich dachte echt, dieser Umweltbericht ist unser Ende. Wir haben Freunde im Stadtrat. Roxans Elite ist doch sicher schon erlöst wegen der Wahl. Dann geht es eine Vorstandsversammlung und erwähnt die Wahl. Ein Problem weniger. Von dem Jubelartikel gehört, den es fast gab. Nein, was war los? Der Bugel hat Krankenakten von Leuten bekommen, die von U-Form krank geworden sind. Haben wir einen recht großen Artikel gewesen? Das Gefühl kriegt er sicher nicht. Überhaupt nicht. Er hat da Freunde im Vorstand, die killten den Artikel und warfen den Journalisten vor. Kommt alles nach Spider-Man auf! Und das ist gut so. Sonst wäre das U-Form tot. Verstanden! Waffe bereit! Gebt mir Deckung! Völlig ungefährlich ist. Damit alle glauben, Nuform sei sicher. Wie können Leute wie Krieger nachts so schlafen? Das hat wahrscheinlich so ein Ding, das Meeresgeräusche abspielt, um sein Gewissen zu übertönen. Spider-Man an!
einige Kurven. Aquí tienes. Okay, der Reaktor darf niemanden mehr schaden. Ich muss ihn endgültig abschalten. Du hast viel Nu-Form absorbiert. Hoffentlich haben deine Kinder später nicht drei Augen oder so. Ich muss das... Wird nie einfacher. Das Labor hat keinen Strom mehr. Oben kommst du raus. Vielleicht finde ich was auf dem Computer. Roxxon, Rockstars, wie cool findet ihr es, jeden Tag aufs Neue die Zukunft mitzugestalten? Hm? Das könnte sich allerdings ganz schnell ändern, wenn uns ein Leck einen Strich durch die Rechnung macht. Informationssicherheit ist von absoluter Wichtigkeit. Deshalb müssen ab jetzt alle Mitarbeiter ihre Handys, Laptops und andere Kommunikationsgeräte am Eingang abgeben. Okay? Gut. Denkt dran, wir sind für euch da. Da oben war eine Lüftung. Oh Mann. Gut, dass ich da nicht drin gelandet bin. Also, mir war klar, dass du als Spider-Man Feinde hast. Aber nicht, dass auch Roxxon dazugehört. Ja, die sind noch korrupter, als ich dachte. Wir finden einen Weg, Roxxon bloßzustellen. Aber nicht so wie der Underground. Ohne dich hätte ich keine Chance gegen den Konzern. Danke, Mann. Bis dann. Ich hab's nicht so mit Publicity. Geheime Identität und so. Verstehst du? Klar, total. Kein Druck. Ich glaube, die Leute würden gern mehr über den Neuen erfahren. Weißt du? Ich wüsste gar nicht, was ich da sagen soll. Ich gebe halt einfach mein Bestes. Ja, das macht wahrscheinlich jeder. Aber bei dir zählen Kugeln ausweichen und Hochhäuser hochlaufen dazu. Vielleicht in den Ferien, wenn ich mehr Zeit habe? Ich meine...
wenn ich Urlaub habe bei meiner Arbeit. Ja. Jedenfalls, wenn ich in einen Podcast gehe, dann in deinen. Das ist das beste Kompliment der Woche. Vielleicht sogar meines Lebens. Okay, dann sag einfach Bescheid, wenn deine Sommerpause anfängt. Bye. Hab ich. Viertel wimmelt es an Tönen und Geräuschen. Du suchst etwas Helles, Unverwechselbares. Hell was? Okay. Das hört sich gut an. An diesem Platz bekam ich meinen ersten Job. Ich kam direkt von der Schule, hatte weder Ausrüstung noch Maske. Ich sollte den Boss von jemandem überfallen, ihn aufmischen und ausrauben. Mein Dad hat's rausgekriegt. Unter dem Windspiel hat er mich eine Stunde lang angebrüllt. Aber verraten hat das keinem. Ich musste ihm versprechen, nie mehr zu stehlen. Ich wünschte, ich hätte Wort gehalten. Das hatte er nicht verdient. Ja, das wünschte ich auch. Vielleicht hättet ihr euch da nicht zerstritten. Und mit uns beiden wäre auch alles gut. Mann. Hey, Kleiner. Jetzt hast du fast alles für den Track zusammen. Du hast gerade den Ort freigeschaltet, an dem du das letzte Puzzleteil findest. Viel Spaß. Der Ort, an dem wir gekämpft haben? Weckt nicht die besten Erinnerungen. Ich hab eiskalte Füße. Bingo! Hey, ich glaube, ich habe dir nie von den Zeitkapseln erzählt, die Finn und ich in der Stadt versteckt haben. Jedenfalls habe ich sie jetzt alle gefunden. Hat mich echt umgehauen. Oh, gab es etwa Hinweise auf die aktuelle Situation? Nein, es hat mir nur gezeigt, für wie einfach wir die Welt hielten. Ah. Ich war neidisch, wie gut sie ihr Leben geplant hatte. Erst den Klimawandel bekämpfen, dann den Welthunger. Dann wollte sie noch Krebs heilen und noch vor der Rente mit Aliens in Kontakt treten. Dass du von einer genetisch veränderten Spinne gebissen wirst, hättest du wohl kaum planen können. Ja. Mittlerweile stehen die Dinge wohl für uns beide anders. Was treiben die vom Underground nur hier? Hallo? Ich kann nichts dafür. Alle Finger kleben. Ja,
Na bitte. Ja. Danke für das Upgrade, Underground. Genki, ich bin im Roxxon-Labor in Chinatown. Kommst du in deren System rein? Ja, klar. Okay. Da unten. Bin da. Und ich bin im Netzwerk. Ich sehe, was du siehst und alle Kabel im Labor. Nett. Legen wir diesen Ort lahm. Genki, bereit die Tür aufzumachen, wenn sie Strom hat? Ich warte. Ist gereicht? Ja, die Tür ist jetzt auf. Alles hier hängt an einem Nuform-Reaktor. Muss ich nur abzapfen. Du solltest ihn im Erdgeschoss direkt vor dir finden. Hast du den letzten Quartalsbericht? Ich lese das Zeug nicht. Was willst du damit? Ich will Beweise, falls das nur vom... Du weißt schon, ich krank mache. Und ausgenockt. Über Tschernobyl gelesen. Three Mile Island. Kein großer Unterschied. Im Dienst sein. Komm mal doch mal. Das gibt blaue Flecke. Zensierte, aber noch lesbare Akten. Nichts, womit wir sie bloßstellen könnten? Nein. Etwas über Tests, die bestätigen, dass Nuform in Kombination mit Strom explosiv ist. Wie man Wellen? Ein kleiner Funke reicht schon.
Dagegen ist Benzin die reinste Limonade. Das klang in meinem Kopf noch besser. Hab's kapiert. Einmal mehr ist Nuform weit gefährlicher, als Roxxon zugeben will. Zurück! Ja. Verwundet! Ja. Ich hab ihn im Visier! Stellen könnten? Nein, etwas über Tests, die bestätigen, dass Nuform in Kombination mit Strom explosiv ist. Wie mein Bellem? Ein kleiner Funke reicht schon. Dagegen ist Benzin die reinste Limonade. Das klang in meinem Kopf noch besser. Hab's kapiert. Einmal mehr ist Nuform weit gefährlicher, als Rockford zugeben will. Bitte vor! Das möchte ich gern zurückgeben! Hast du den letzten Quartalsbericht? Ich lese das Zeug. Hier ist Platz. Ja. Schieße auf Spider-Man! Ja. Alle Einheiten angreifen!
im Visier! Probieren und angreifen! Hör schon, komm! Jetzt hab ich dich! Das Problem ist euer Luftbombenreaktor und die Lösung, dass ich ihn lahmlege. Hey, ich habe hier schwer zensierte, aber noch lesbare Akten. Nichts, womit wir sie bloßstellen könnten? Nein. Etwas über Tests bestätigen, dass Nuform in Kombination mit Strom explosiv ist. Wie mein Venom? Ein kleiner Funke reicht schon. Dagegen ist Benzin die reinste Limonade. Das klang in meinem Kopf noch besser. Hab's kapiert. Einmal mehr ist Nuform weit gefährlicher, als Roxxon zugeben will. Die Wachen sind erledigt. Und jetzt der Reaktor. Läuft. Beim Abzapfen ist das Rolltor aufgegangen. Hier sollte ich mich mal umsehen. Liebe Roxxon-Mitarbeiter, als Dankeschön haben wir ein kleines Geschenkpaket für euch vorbereitet. Freut euch auf tolle Roxxon-Goodies. Wartet nur, bis ihr die Sonnenbrillen seht. Tickets für unsere Weihnachtsgala. Und das wird euch umhauen. Eine Gratis-Anmeldung zu unserem Coaching-Programm. Boom! Vielleicht sehen wir uns ja bald im Kurs. Denkt dran, wir sind für euch da. Klar, wir sind für euch da, falls ihr das Nuform überlebt. Der Typ geht gar nicht. Wo komme ich raus? Da war eine Lüftung.
Hättest du dir vor einem Jahr träumen lassen, dass wir mal einen bösen Energiekonzern zu Fall bringen? Ganz ehrlich? Nein. Früher haben wir in Chemie Batterien hergestellt. Jetzt bist du selbst eine Batterie. Abgefahren, Mann. Kann kaum erwarten, wie es weitergeht. Hey, Spider-Man. Seit wir die Underground-Verstecke dicht gemacht haben, werben sie nicht mehr an und die Straßen sind dort auch viel sicherer. Das ist super, Danica. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Hey, das war Teamarbeit. Ich bin übrigens ein paar Akten durch. Aus, als hätte Tinkerer in Hell's Kitchen an einem großen Geheimprojekt gearbeitet. Hat's mit Nuform zu tun? Rin sieht aus wie programmierbare Materie? Ich hatte schon damit zu tun. Vielleicht sollte ich sie hier abnehmen. Oh, hey, ich habe hier einen Code. 2658. Vielleicht solltest du den ausprobieren, wenn du irgendwas Verschlossenes findest. 2658, okay.